So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Einfach nur 10 Lego Jurassic World Magazine. Gehört unter der Kategorie schwachsinnige Videos. Aber diese Brutmaschine oder das Bruthaus, es steht ja praktisch, oder Brutsäule, aus das brandneue und aktuelle Lego Jurassic World Magazin Nummer 27 ist cool. Und warum, sage ich euch gleich. Und das habe ich hier 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal. Und 3 Mal den Vorgänger. Die Nummer 26. Ihr seht es schon. Ein kleiner anderer. Eine schöne andere Farbe. Ich mag die. Aber nichtsdestotrotz. 3 Mal die 26. Limitierte Karte. Die LE4. In den 26 gewesen. Ja, Papiertütchen. So, ging schnell ab. Nächste limitierte Karte. Komplett zerrissen. Ich mag das, wenn da so viel Kleber dran ist. Ist nur gut, dass Jurassic World damals wie Batman oder Star Wars nicht so hochpreisig werden, weil die nicht so gesammelt werden. Und dreimal. Also dreimal die Nummer 26. Ja, eben abrubbeln. Weil auf Papiertüten ist das immer wirklich ekelhaft. So. Und jetzt eben 7-mal das Neue. Warum finde ich die Scheiben so cool? So, es gibt eine Serie, da geht einer immer rein, wenn er verletzt ist. Er liegt dann drinne und wird da drauf praktisch erneuert. Der ein oder andere weiß jetzt wahrscheinlich, welche Serie ich meine. Die ist richtig cool. So, es gibt es die Scheiben natürlich auch in Transparent. Na, in Transparent. Aber da machen die nichts her. Kann man Figuren hinter verstecken oder Dioramen vom Bauen oder. Diese bläulichen Scheiben, das sind diese. Das sieht ja dann aus wie Wasser. Wisst ihr, wie so eine Füllung. Man kann es nachstellen. Man kann bei Star Wars, seht ihr so ganz viele davon hin, die Figuren sich waschen lassen. Oder was ganz anderes bauen. Oder man macht es bei die Raumfahrtgeschichte hin. Und setzt da einen Außerirdischen rein. Wartet mal. Ich muss mal eben... Ah, ist mein Außerirdischer hier zurückgebracht. Den legt man da rein. Na, der will jetzt nicht. So. Ein Außerirdischer. Der sieht doch richtig cool da drin aus. Ha, mega. So außerirdische Geschichten. Und der eine oder andere weiß ja, welcher das ist. Ist der Original Lego E.T. Aber ich wollte ja damit nur sagen, das sind die blauen. Ich mag die richtig cool jetzt im Moment, weil die so, die sehen so aus, als da Wasser drinne wäre. Oder eine Flüssigkeit. Man kann sehr viel nachspielen. Auch das ist der irische, die sich ganz viel da drin. Ihr wisst schon, was ich meine. Sind richtig cool. Deswegen mag ich sie im Moment und deswegen habe ich davon jetzt ein paar mehr. Aus die brandneuen und aktuellen Lego Jurassic World Magazine Nummer 27. Bei 27 ist ja auch die limitierte Karte bei. Die LE5. Und eben dieses, ich sage immer so schön, Mini-Polypack. Mit den kleinen T-Rex und diese zwei blauen Scheiben. Ist mega cool. Aber ihr seht es jetzt selber. Ja, mit diesen limitierten Karten. Auf diese Magazine immer geklebt. Und das geht bestimmt nicht nur mir so, auch den einen oder anderen, dass die Karten zerrissen werden. Das ist verdammt ärgerlich. Na? Aber hier geht der Kleber schön ab von den Papiertüten. Ist euch das schon aufgefallen? Aber nichtsdestotrotz, ich werde natürlich irgendetwas von Lego Jurassic World unter das Video verlinken.
sicher, bequem und günstig auf jeden Fall, weil es hat eine Daseinberechtigung. Es sind auch wirklich coole Sets von Jurassic World draußen. Ich mag die Dinos ab und zu, die größeren natürlich auch. Davon kann man sich auch so eine... Ich habe jetzt was gesehen, viele bauen da Sitze drauf auf die größeren für die Orks oder so. Das sieht schon cool aus. Muss man echt lassen. Habe ich mir auch so gedacht, mal wieder meine Großen alle rauszusuchen und dann auch mal sowas Verrücktes bauen. Muss bestimmt cool aussehen. Das werde ich auch demnächst mal machen. Und wenn ich natürlich dann irgendwas gebaut habe davon, ihr wisst es ja, mache ich dann Fotos für meinen Instagram-Kanal. Auch wenn ich den immer wieder mal aufleben lasse, vernachlässige, dann wieder aufleben lasse. Sowas mache ich immer wieder gerne. Fotos da rein. Und fertig. Es kommt auch einigermaßen bei euch gut an. Auch wenn ich mir jetzt was kaufe, zum Beispiel jetzt neue Sachen, mache ich da erst ein Foto rein, bevor ich es dann irgendwann unboxe. Meistens habe ich dann schon ein paar Wochen hier liegen und dann boxe ich es an. Aber ihr wisst dann schon, er hat das schon, wird demnächst bald kommen. Das dazu. Aber nichtsdestotrotz kommen wir jetzt zu das 10. und letzte Lego Jurassic World Magazin. In diesem Fall ist es die 27 wieder. Ihr schreibt mir natürlich, was ihr davon haltet, mit Idee, so als Wasserbett. Ich sage jetzt mal Wasserbett, ist aber nicht als Wasserbett gemeint. Aber ihr wisst, was ich meine. Regenerationsbecken. So, Regenerationsbecken. Was ihr davon haltet, mit die Idee. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, sicher, bequem und günstig. Irgendwas von Lego Jurassic World. Eure Meinung, eure Kommentare jetzt. Und das Wichtigste ist, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.